Da, 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 da. Warn tanzt. Mahlzeit, Herren, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 12 Zodiac Age. Letzte Folge in Arcadis. Arcadia. Mein Gott. Arcadis. Ja. Was war da passiert? Puh, viel hin und her gelaufen. Das Informationsaustauschspiel haben wir nun gemacht. Wir müssen einige Informationen weitergeben an die Leute, um Weißknospen zu erhalten, um später aufs Taxi zu können. Da haben wir jetzt ein bisschen mehr schon gemacht, ein paar Weißknospen mehr gesammelt. Braucht ja eigentlich nur drei. Ja, sind dann schlussendlich in einen Abschnitt gekommen, wo wir noch gar nicht gewesen sind. Und da stehen wir nun am Luftschiffterminal. Und in diesem Bereich hier müssen wir wahrscheinlich auch noch ein paar Informationen hin und her austauschen. Das wollen wir diese Folge definitiv noch machen und mal gucken, uns dann gegen Ende der Folge vielleicht nochmal ins Taxi setzen und nach oben fahren. So, das wollen wir tun. Erstmal hier noch mit den Leutchen hier reden. Ich verreise meine Familie nach Rabanastre. Einer unserer Verwandten wurde nämlich von den Richtern arrestiert. Wenn wir hier bleiben, dann könnte das Papa auch passieren. Weißt du eigentlich, was arrestieren heißt? Egal, Mama hat jedenfalls gesagt, dass das ein Geheimnis ist. Also sag's keinem weiter, klar? Na, auf gar keinen Fall. So. Was will dieser widerliche Sieg eigentlich hier? Solch primitives Gesindel brauchen wir in Arcadis nicht. Verschwinden soll der, aber Dalli! Bleib mal locker. Die modernen Flugschiffe sind mit den neuesten imperialen Techniken ausgestattet. Ihre Sicherheit ist unübertroffen. Mit uns reisen sie sicher. Seien sie unbesorgt. Besorgt. Sieghasser. Achso, das war ja der. Frechheit. Familie von Gernreisens. Sohnemann von Gernreisens. Es ist wirklich wahr. Ich habe ihn gesehen. Ein gigantischer Drache schwebt am Himmel. Und dann hat er das Charterflugschiff eine Zeit lang verfolgt. Würde der angreifen, das Schiff wäre verloren. Lasst uns heimkehren. Also Schatz, schon wieder so eine Lüge. Du willst doch bloß schnell zurück zu deinen Spielsachen. Wir reisen, bis wir ein Ferienhaus finden. Sollen wir uns etwa den Nachbarn geschlagen geben? Oh Gott, schon wieder dieser Wettlauf, ne? Nun reg dich doch nicht so auf, mein Liebes. Doch gerade wegen deines Temperaments liebe ich dich ja über alles. Meine Fresse. Imperialer Kommandant, solltest du an Bord in Schwierigkeiten geraten, so zöger nicht, mich um Hilfe zu bitten, junger Mann. Denn für die Sicherheit der Fluggäste zu sorgen, ist meine Dienstpflicht. Ja, hier ist der Sieg Ex-Abenteurer. Ich kam, um einen alten Freund, der sich als Infohändler verdient, zu besuchen. Doch die Arroganz geschwängerte Luft hier schnürt mir die Kehle zu. So schnell es geht, will ich nach Hause. Ja, würde ich auch. Ja, schon ein bisschen arg antisemitisch hier, nicht? Du, kleiner Junge, gleich mal eins auf Rübe. Fassbar, ey. Drecksack. Gut, gespeichert habe ich zwischen den Folgen. Hier bist du. Ich werde nach Bujerba reisen. Das dritte Mal ist es schon, doch die schöne Aussicht macht jeden Besuch zu einem neuen Erlebnis. Das ist richtig, Bujerba sieht klasse aus. So, wofür wir aber hier sind, ist natürlich die Infosammlerei. Die Besichtigungstour der durch Bujerbas Luftgarten ist heiß begehrt. Einer unserer Gäste wäre böse enttäuscht, dass unsere Plätze ausgebucht wären. Nun gab es eine Stornierung, sodass besagter Gast an einer Tour teilnehmen könnte. Er müsste noch in der Nähe sein. Kann ich jetzt hier rein? Ist die Information noch da? Nee, ist weg. Oder? Nee, okay, ist weg. Dachte jetzt, dass vielleicht das hier in dem Abschnitt passt, aber dann anscheinend doch nicht. So, hier, dann merken wir uns das nochmal. So, einer möchte hier, ne? Frisches Obst und Gemüse aus biologischem Anbau habe ich zu verkaufen. Besonders die Streifenäpfel sind beliebt und erfreuen jeden Gaumen. Zu Beginn betrachten meine Kunden mein Obst und Gemüse mit Argwohn. Mittlerweile wissen sie mein saftiges Frischfleisch zu schätzen. Sogar
Der Rundkorn ist ausverkauft. Ich warte schon die ganze Zeit, dass mein Partner mit dem Nachschub bringt. Wir verlieren noch Kunden. Nee, das merkt man noch nicht. Hier, Frau mit... Achso, das ist die. Ja. Hier, du möchtest auch reisen. Bestimmt. Liefernde Wartefrau. Ne? Ich warte auf neue Lieferung in der Hoffnung, dass ich mein Item darunter befindet, das ich so sehr begehre. Ich solle mich in Geduld üben, hieß es. Mein Bruder trug ich auf, mich um ihn zu informieren, wenn besagtes geliefert worden ist. Das ist, die sind auf jeden Fall zu nah zusammen, das ist okay. Kopfgeld hier behelfen sich mit Gambit und den Kampfverlauf in das Gunst zu steuern. Warum gibt es kein Gambit, der das Urteilsvermögen steigert und wirtschaftliche Entscheidungsfindung vereinfacht? Hm? Etwaige Nebenwirkungen würde ich bei entsprechender Erfolg in Kauf nehmen, sage Gilroyd, bin ich glücklich und zufrieden. Urteilsvermögen hoch, Gambit. Geil. So, hier. Als Präsidentin meines Konzernimperiums erlaubt es mir, meine Technikländer nicht Bujerba zu besuchen. Meine Präsenz ist überall gefragt. Doch durch einen glücklichen Zufall konnte ich mir ein paar Tage frei nehmen und war im Begriff, eine Reise nach Bujerba zu buchen. Leider stellte sich heraus, dass sämtliche Reisen ausgebucht waren, sodass ich Bujerbas Luftgarten wohl nie zu sich bekommen werde. Ja, guck mal. Es wurde nun doch ein Platz frei. Oh, wie wundervoll. Ich bin so glücklich, dass ich dir eine Weißknospe beschenken möchte. Dankeschön. So, gehen wir zurück. Sie? Nee. Sie. Hör auf zu rennen. So, das merken wir uns mal. Rundkorn ausverkauft. Achso, nee, da muss ich wahrscheinlich dem Bruder Bescheid sagen, ne? Achso, oder die vielleicht. Mal gucken. Steht dein Gesagtes in irgendeinem Zusammenhang? Naja, kann ja sein, dass das Item das ist, was du suchst. So, ist das hier? Ich bin verliebt, aber dir sage ich nicht in wen. Er weiß ja auch nichts davon. Er weiß auch nichts von seinem Glück. Warum ich ihm meine Gefühle nicht berichte, weil ich mir geschworen habe, damit zu warten, bis der Brief zu mir zurückkehrt. Ist das nicht alles total romantisch? Ist es doch, oder? Der Rundkorn ist ausverkauft. So. Ich bin Wahrsagerin und sage mit Tarotkarten die Zukunft voraus. Gerade im modernen Arkadis sind solche altertümlichen Bräuche gern gesehen. Ich habe mit meiner Tätigkeit großen Erfolg. Viele Prominente lassen sich von mir ihre Zukunft wahrsagen. Nur gibt es ein essentielles Problem. Die Zukunft, die ich ihnen voraussage, ist meist eine sehr traurige Zukunft. Irgendwie scheine ich die Aussicht auf Unglück aufzuziehen. Okay, nee, traurige Zukunft. Nein. Flugbegleiterin. Bleibt mir zwischen den Flügen Zeit. Übe ich mich als Schriftstellerin. Eine ergreifende Liebesgeschichte möchte ich schreiben. Doch so tragisch meine Geschichte zu Beginn ist, der Ausgang ist immer ein glücklicher. Was mache ich noch falsch? Vielleicht sollte sie das mit der Wahrsagerin mal. Hier, das ist bestimmt der. Ich fand einen Liebesbrief, den ich las und den Abschluss. Die Zeilen lesen sich etwas sonderbar, wie ich finde. Dieser Brief ist für einen Liebeswunsch. Zu der Zeit, zu der ich diesen Brief wieder bekomme, sollte meine Liebe greifend sein. Mehr stand in diesem Brief nicht. Ist das nicht sonderbar? Tja, was tun? Nicht, dass der Absender mir einen Heiratsantrag macht oder so. Okay. Da. Wo ist denn jetzt der Typ hier mit dem... So, du? Ich koche für... Aha. Man kann dabei so schön entspannen und den Alltag vergessen. Auch vor kurzem erfreute ich mich auf einem Fest, die Gäste und... Erntete Lobeshymnen, jeder Gourmet würde meine Geschichte vor Ehrfurcht erzittern lassen, sagte sie. Ist das nicht wundervoll? Ob es etwas bedeutet, dass sie kurz danach überstürzt den Abort aufsuchten? Komisch, dass mich seitdem niemand mehr auf Partys einlädt. Und du bist der Meinung, dass diese... Hätte ja sein können. Essen und so, Rundkorn ist ausverkauft. So. Kennst du das Warenhaus... Der Grantsch-Brüder? Eine Fundgrube für seltene Items. Endlich haben sie das Item, nachdem ich so lange gesucht habe. Das fällt mir ein, dass das Warenhaus nun endlich auch das Item meiner Schwester führt. Sie hat so lange danach gesucht. Wo steckt sie bloß? Gut. Ach, hier. Ich bin völlig aus der Puste. Ich liefere Gemüse und Obst aus, weil meine Partnerin von einem Gehöft in Cheetah träumt. War nicht irgendwas ausverkauft? Was war es nur? Knilchknollen, Streifenäpfel oder vielleicht Rundkorn? Wurscht.
Ich muss weiter. Hier, Rundkorn ist aus. Ja, richtig, der Rundkorn war ausverkauft. Auch in den Silos herrscht gellende Leere. Im Eifer des Gefechts war mir das wohl entfallen. Geld zu scheffeln ist ja fein, aber oft vergisst man dabei die Kleinigkeiten des Alltags. Oh, bevor ich es vergessen habe, hier eine Weißkostbank, ja. So, pass auf. Der neben mir stand, hat auf jeden Fall auch noch. Aber da muss ich wieder ganz weit zurückrennen. Deswegen, ich guck mal ganz kurz. Mein Mann ist Wissenschaftler im Drag Laboratorium. Er unterliegt der Geheimhaltungspflicht und erzählt nie von seiner Arbeit. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist, aber neulich schenkte er mir aus heiterem Himmel eine wunderschöne Karte. Ich trage sie immer bei mir und seitdem überkommt mich der Drang, wie wild Lottoschein. Achso, doch eine Karte. Und Aktien zu kaufen. Merkwürdig, nicht wahr? Gut, die hat, glaube ich, nichts mit irgendwas zu tun hier. Ja? Ich bin Arkadis größter Feinschmecker. Selbst der Senat setzt größtes Vertrauen in meine Expertise und Feinschmecker. Ah, okay. Auch mein Leben nicht, sondern sorgenfrei. Tag ein, Tag aus verwöhne ich meinen Gaumen mit vollen kulinarischen Genüssen, die nicht mitunter anöden. Mich lüstet es nach revolutionären Gerichten. Gibt es keinen Koch, der extraordinäre Gerichte in seinem Repertoire hat? Ja, doch. Ich kenne da wen. Und zwar war das hier eine dieser tollen jungen Damen hier, die nicht so kochen kann. Die da, ne? Ja. So, hier. Oh, ob es revolutionäre Gerichte waren? Nun, dieses Urteil möchte ich in den Kostherren überlassen, aber von einem Gericht ist etwas übrig geblieben. Nimm es mit, es ist eine neue Einkreation. Man stampft rohe Kartoffeln zum Brei. Spicke sie dezent mit Fischgräten und runde das Ganze mit einer salzigen Karamellsirup ab. Man beachte das farbenfrohe Zusammenspiel von braunem Sirup auf gelblichem Kartoffelbrei. Willst du kosten? Nein. Nun gut, dann nimm wenigstens diese Weißknospe als Zeichen meines Dankes entgegen. Guten Hunger. Ungern. Wer ungern? So, Gemüseverkäufer, Gelegenheit, Obst, Gemüse, ja, nee, halt. Hier, du warst das, ne? Lieferung wissender Mann, ja, hier, merken wir das mal. Njong. Und, die waren nämlich hier hinten, oder? Da. Ich warte auf bla bla bla, hier. Ist das wahr? Mein Bruder hat dir das erzählt? Ich wusste, ich kann mich auf ihn verlassen. Ich sollte mich sputen. Hier ist eine Weißknospe. So, dann nehmen wir mal hier das Reisetipp. Ne, das war die. Ja, ja, okay. Die war das mit dem Bujerba-Ding, ne? Genau. Und hier war doch noch einer mit irgendwas zum Gambit. Der hier, ne? Genau. Ach. Das nehmen wir mal. Urteilsvermögen Gambit hoch. Warst du das? Nee. Romantisches Fräulein. Wahrscheinlich die war die Tarotlegerin. Finde eines Briefes. Happy End. Vielleicht müssen wir Happy End, ne? Geschichtenschreiber, Urteilsvermögen, weiß ich nicht. Warst du das? Nee. Lieferung wissender Mann. Gemüseverkäufer. Gourmet. Kartenbesitzerin. Mein Mann ist Wissenschaftler, bla. Bei ihr kann ich da nichts. Vielleicht doch. Die Karte muss etwas Besonderes sein. Wie nannte sie mein Mann doch gleich? Gambit? Ah, sie erfüllt mich mit einem unerklärlichen Kaufdrang. Am liebsten würde ich sie loswerden. Doch ist sie das Geschenk meines Mannes. Ich kann sie nicht einfach einem Fremden überlassen. Welche Wirkung diese Karte hat, ist ungewiss. Dennoch danke ich dir für die interessante Information. Nimm diese Weisungsbürger. Danke. Ist total aus dem Zusammenhang, aber mal gut. Haben wir das auch? So. Die haben wir durch alle. Müsste eigentlich nicht mehr viel sein. Zwei, glaube ich, ne? Hier diese Tarotlegerin. Traurige Zukunft. Oh. Traurige Zukunft, Kartenlegerin. Vielleicht das hier? Bleibt mir inzwischen die flügge Zeit, der Schriftsteller. Kann das sein? Eine Wahrsagerin, die eine traurige Zukunft voraussagt, das muss es sein. Ich bin so glücklich, dass ich keine traurigen Romane zu Papier bringen kann. Da liegt der Morbul begraben. Ich werde diese Wahrsagerin sofort aufsuchen, als Dank bekommst du eine Weißknospe. Danke. So, dann noch der Liebesbrief. Wo ist der Liebesbrief? Bist du der Liebesbrief?
Ja. Okay. Nee. Also, der Mann muss es dann sein. So, hier, Junge. Genau. Tak, tak, tak. Liebeswunsch. Frau. So. Liebeswunsch mitteilen. Was? Woher weißt du von meinem Brief? Willst du etwa behaupten, dass meine Liebe niemals reifen wird? Bitte? Du bist gar nicht hier, um den Brief zuzustellen? Verzeih, ich habe meine Fassung verloren. Dann hat er also noch den Brief. Woher ich weiß, dass er den Brief fand, das habe ich ganz geschickt eingefädelt. Na, das hat er ja gefickt eingeschädelt. Er konnte ihn gar nicht übersehen. Dachte, dass du extra gekommen bist, um mir zu berichten, junger Mann. Hier, diese Weißknospe, war mir die Information wert. Puh, so, ich glaube, jetzt aber haben wir alles, ne? Happy End, Tarot. Alles klar. Dann können wir nochmal die Läden hier bestreiten, hätte ich fast gesagt. Bereisen. Begucken. Boah. Und dann kann ich auch gleich nochmal da bei dem Typen schauen, was wir jetzt alles machen können. Eigentlich ist das hier ein Warenhaus, aber oberhalb der Treppe steht eine Anschlagtafel mit Mobs. Ja, die Steckbriefe sind echt spannend. So, Item unübertroffen, wirklich schon Sortiment, damit verliert er den Mob gegen Schrecken. Gibt sogar schon X-Potions. Bisschen aufstocken. Wir haben eigentlich genug, ne? Goldnadeln, gut, kann man auch mal immer haben, ne? Kostet jetzt nicht so viel. Heil-Potions haben wir super wenig. Bakustropfen. Ja, komm, lass mal erstmal. Ich schlag mal, guck noch mal da oben an die Tafel. Hier ist sie, gucke. Ach, ist nur einer offen. Rang 4 noch. Rang 4 sogar noch? Dunkelamethit. Amethite. Dunkelamethite, Titensubspezies. Rang 4, schaut es offen. Willi Wilhelm, Arkadis. Oh Gott, wo war ein Willi Wilhelm? Habe ich doch auch irgendwo schon mal getroffen hier. Ich würde ja gerne durch den Höhlenpalast Sohn heimkehren, doch da soll ein grausames Ungeheuer hausen. Räumst du es aus dem Weg? Ja, vielleicht machen wir das zu Beginn nächster Folge. Ja, mutige Kopfgeldjäger können an folgenden Orten genau Infos über den Mob einholen. Waffe. Waffenladen. Pass auf, den können wir gleich noch annehmen. Okay? Machen wir so. Ich kam auf der Suche nach seltenen guten Stücken, doch so leicht sie sind die nicht zu ergattern. Vielleicht sollte ich mich auf Tauschware konzentrieren. Juwelier Malu. Ja, die da vorne... Sind aus Dorf, frag mich woher, nach Arkadis gekommen. Sie können sich einfach nicht zu einem Kaufentscheidung durchringen. Ob sie am Ende etwa gar nicht flüssig sind? Den Mund habe ich mir schon wurzelig geredet. Das geht an die Nerven, mein Lieber. Ja, wenn man dir so zuhören muss, dann... schon, aber hier, siehst du, das wollte ich ja machen. Hallo, willkommen. Schwarz-Weiß muss eintauschen. Sehr wohl, der Herr. Ich werde die nötigen Formalitäten sogleich durchführen. So bitte sehr, der Herr. Herzlichen Glückwunsch zum Erstehen dieser Schwarzfeder. Sie zeichnet euch von nun an als Erstbürger aus. Als solcher steht euch die Nutzung der Taxis zu. Zudem habt ihr das Anrecht, auch in das Zentrum der Stadt euch zu begeben. Geil. Ja, nett. Das heißt ja dann eigentlich, wir haben alle, ne? Wir haben alle Federn. Alle Knospen gesammelt. Ich bin jetzt hier Erstbürger! Verstehst du? Okay. Speicherpunkt Luftschiffstürmel in Disney Gambit Abteilung nochmal rein. Schön hochgeschlagen. Informiert. Hochinformiert hier in Arkadis. Mein Neffe sammelt Gambits. Aus Interesse kam ich hierher und sehe, was das denn sei. Nun bin ich überwältigt von ihrer Ästhetik. Famos! Ich versuche, meine Mutter die Gambits zu erklären. Ein schwieriges Unterfangen. Versteht sie doch von Kämpfen nicht das Geringste. So. Hereinspaziert und umgeschaut. Mit unserem Gambit wird Kämpfen ein Kinderspiel. So viel Luxus sollte der Herr sich gönnen. So. Es ist so viel noch. Ich glaube, ich muss noch so viel kaufen. Ja, da geht's nämlich los. Die kosten echt viel, ne?
Das muss ich alles noch kaufen. Da auch noch mehr. Da auch noch mehr. So, ich mach einfach mal, fange einfach mal an hier so. Man kann ja immer nicht alles kaufen, das ist ja immer doof. So, die Reiter nach oben. Schön einkaufen. So, dann geht's weiter hier. Irgendwann müssen wir sie eh alle haben. Deswegen. Kaufen, 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 kaufen. Wir haben eigentlich genug Geld, um das, glaube ich, alles zu kaufen gerade, ne? Bidding-ding, 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 bidding-ding. Na, macht's noch Spaß zuzugucken? Mir auch! Lala, 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 ganz viel kaufen! Kaufen, kaufen! Ah, werde ich glücklich. Das ist ja mal die Kauffreude hier gleich. Oh, haben wir jetzt schon alles? Ja, ich glaub's nicht! Sehr gut, wir haben alles. Mal kurz runterfahren. Nichts mehr weiß. Laden ausverkauft. Da wie viel, ne? Mein Gott. Wie viel? Hä? Was ist das? Rebus Gamet-Handlung. Achso. Du noch was zu sagen? Na, Jungchen, einst stand ich als General auf dem Schlachtfeld. Ein ums andere Mal rettete mir mein Gambit die Haut. Achso. Einmal weggeklickt. Aber nicht schlimm. Ja, fertig. Gut. Dann gehen wir nochmal in den Waffenladen, nehmen diesen Mob-Auftrag an. Na, 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 na. Na, na. Da lang. Da laufen wir oben auch schneller hin. Und dann fahre ich nochmal ganz kurz mit dem Taxi. Dass wir hier da, jedenfalls da, ich hatte ja versprochen, Ende dieser Folge, mein Gott, dass wir nochmal mit dem Taxi fahren. Ja, das ist ja auch direkt gegenüber. Aber dann werden wir, denke ich mal, nächste Folge einfach wieder umkehren. Beziehungsweise kehren wir vielleicht diese Folge noch um und gehen nochmal Richtung Sohn. Und beziehungsweise können es teleportieren oder so. Vielleicht auch ganz besser wäre, das zu machen. Nämlich schneller. So, Willi? Willi? Ja, Willi Wilhelm, da ist er ja. Ich würde gerne in meine Heimat Beifahrer zurückkehren, aber auf Luftschiffen wird mir immer so schlecht. Daher habe ich aber, schleich wieder durch Sohn nach Hause zu reisen. Wollte mich hier mit Waffen ausrüsten. Gefälliges Monster im Haus. Nicht das Ding, Bei dem Monster soll es sich um Dunkelamethit handeln. Wenn die doch bloß nicht da wäre, irgendwie würde ich es schon schaffen. Kannst du sie vielleicht aus dem Weg räumen? Gar kein Problem. Hab vielen Dank, wenn erst Dunkelamethit in Sohn nicht mehr ihr Unwesen treibt, dann schaffe ich es auch aus eigener Kraft nach Hause. Jagd auf Dunkelamethit. Gut. Vielen Dank, wenn Dunkelamethit in Sohn nicht mehr ihr Unwesen treibt, dann schaffe ich es nach Hause. Ich könnte mal gucken. Clanbericht. Moblist. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Das ist neu, das ist neu. Da, Expedition ins Höhlenreich. Ah, witzig. Mit Willi Wilhelm gesprochen und den Auftrag angenommen, Dunkelamethit hindert ihn an seiner Heimkehr nach Bay von einem das Monster soll sich im Sohnhöhlenpalast befinden. Und zwar genau dort. Ja, können wir uns nicht direkt dahin teleporten, ne? Aber ich glaube... Da. Ach, guck mal, das passt doch. Ja, das passt doch wunderbar. Dann können wir gleich nächste Folge uns direkt dorthin porten. Und das Viech erledigen. Machen wir so. Beschlossen. So, hier, guck mal. Der werte Herr war also im Bezirk im Besitz einer Feder. Dürfen wir sie zum Sinobul-Bezirk fluffieren? Mich dünkt, ich habe Besseres zu tun. Nein, na mach. Ja, aber zackig, Junge. Was für ein tolles Taxi. Was für ein geschmeidiges Taxi.
diese Soundeffekte. Geil. Moin, Balthier! Du bist spät. Wenn Julius recht hatte, dann befindet sich nicht unweit ein Gleiter, der von den Mitarbeitern des Labors benutzt wird. Mein Gott, mit dem gelangen wir zum Nebeneingang und von dort aus ins Laboratorium. Keine Zeit für Schaufensterbummel, Kumpel. Doch, es ist immer Zeit für einen Schaufensterbummel, wenn die Zeit drängt. Weißt du doch, oder nicht? Ja, würde sagen... Deswegen, gutes Stichwort, machen wir auch hier erstmal die Folge wieder dicht. Und nächste Folge machen wir schnell den Mob-Auftrag. Und dann geht's hier oben in dem Sinobul-Bezirk weiter im kaiserlichen Arkadis. Würde mich freuen, wenn du da auch wieder mit dabei sein würdest. Hab bis dahin erstmal natürlich wieder einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Nacht, wo du das natürlich auch gesehen hast. Lass den Essen schmecken, falls du es nicht schon getan hast. Bleib stabil, bis dahin, dicken Dank und tschüss.